Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Bin gerade bei Umpresto. Und zwar Quaderballpresse mit der Krone Dingster, keine Ahnung. Ne? Frisch gekauft. In der gestrigen Folge. Ja, da kann man mal nachschauen zur Not. Bei Garage. Gucken wir mal. Mach's doch gleich, ne? Hier will ich aufräumen. Viele Geräte müssen weg. Hier die Krone. Ja, 4660 stimmt so nicht, aber gut. Und 25 km/h. Das stimmt doch schon. Das ist schon interessant, ne? Wenn man alleine fährt, ist das ganz gut. Deswegen brauchst du auch wohl PS. Oh, gut. Das wäre ein Fehler gewesen, ne? Also ne, ne. Das mit 25 km/h, das muss man überlegen. Naja, wenn du ein großes Feld hast. Erstens, die Rundballenpresse muss ständig gehen bleiben und rausschmeißen. Quaderballenpresse kann weiterfahren. Der ist deutlich schneller als mit der Rundballenpresse, ne? Oh, die sind die kurzen, die gehen doch lang. Na, alles so genau mache ich jetzt nicht die Einsammlung, ne? Aber wie gesagt, hier die langen Strecken schon. Ja, das ist jetzt nach meiner Rechnung die Montagfolge vom 10. Bei dem bin ich für Ehre. Das kann seitdem auch ein Tag Ehre, das kann passieren bei mehreren Folgen hintereinander. Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart, ne? Trotzdem, ne? Und wenn es Sonntag wäre, schönen Sonntag. Ist beides soll so sein, ne? Immer die besten Wünsche, gerade Sonntag oder Montag. Natürlich Montag, wenn Feierabend ist, ne? Schöner, ne? Aber wenn man zur Arbeit muss, muss man zur Arbeit. Ne? Wird mir am 7. September auch so gehen. Ne? Also in die Zeit beginnt meine, naja, beginnt, da habe ich schon angefangen, ne? Aber da fange ich mit der Arbeit an. Ne? Spätschicht hat man den Nachteil, ja, bis abends spät zu Hause. Ne? Und Zähne. Aber wie gesagt, Frühschicht können wir anfangen, ne? Also um 4 Uhr aufstehen oder halb 4 sogar. Auch ein Nachteil, ne? Aber muss man so sehen. Freitag hat es immer Vorteile. Wenn man da entsprechend früher zu Hause ist, ne? Also für ein halber freier Tag, ne? Freitag um 12 zu Hause oder Viertel 1 ungefähr, ist schon schön. In Österreich sagen sie ja, 12 nach, also ne? Viertel nach oder so, ne? Ne, ne, ich denke mal nach vorne. Das war Viertel vor, das ist besser, Viertel 1 als Viertel 2. Gerade bei der Arbeit, wenn der Tag zu Ende geht, denkst du, oh ja, naja, ist so, ne? Aber das kann jeder machen, wie er will. Hat sich irgendwie eingebürgert. Warum? Keine Ahnung, ist doch so. Ja, wir pressen Stroh und hoffen wir, dass wir heute noch mal fertig kriegen, ne? Ohne Absturz, die heutige Folge. Da haben wir ja 3 Minuten geschafft. Da wäre jetzt kein Grund zu schneiden, wenn das so wäre. Wäre nur äußerst ärgerlich, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob es an Ballenpressen liegt, Rundballenpressen wegen dem Zählwerk. Könnte ein Grund sein, muss aber nicht. Ich weiß es nicht. Weil ich hier noch keine Ballen gepresst habe, großen Stroh. Und die Silageballen habe ich auch nicht so viel gepresst. Da gab es keine Abstürze. Und das war aber nicht eine Ausnahmesituation. Ja, viel gepresst? Ja, doch, bei der Mission hat man viel gepresst. Da habe ich ja die Mission vergeigt, weil ich jetzt im Prinzip nachts geschlafen habe und war die Mission weg. Ob das so richtig war, keine Ahnung. Nehmen mal, es war so. Ist zwar ärgerlich, aber gut. Ich sag mal so, gibt Schlimmeres. Zum Anfang ist es blöd, weil man dann das Geld ja braucht, ne? Aber wie gesagt, jetzt mittlerweile bei 3,6. Gut, ich will noch 2 Felder kaufen. Auch nochmal gute 4 Millionen, glaube ich. Wenn alles täuscht, oder ein bisschen mehr sogar. Ein bisschen pumpen geht ja auch. Also bei der Bank. Zur Not. Kommen wir mal mit der Gerste wieder rein, ne?
Hochwertiger in Thüringen, in der Marsch hier aufkaufen. Schöne für ein Bier brauchen, ne? Und Gerstenbräu oder die gibt da keine Ahnung. Kennen wir Bier nicht aus. Gibt ja hier das, gab ja mal ein Gesetz, dass man Weizen mit dem Brot nehmen darf, ne? Ist glaube ich mittlerweile aufgehoben. Aber früher war das ja Weizenbrot, das Grundnahrungsmittel, ne? Da hat man gesagt, nee, daraus wird dann kein Bier gebraut, ne? Nur aus Gerste. Ja, warum genau? Also ich kann vom Geschmack her, also ich kann es nicht beurteilen, ich trinke kein Bier. Da können wir aber fahren, du. Ja, noch ein paar Rundballen zu fahren und ein paar Quaderballen, ne? Ein paar, ne? 184, ne? Fast, ja, jetzt auf 84. Aber das ist okay, ne? Mal was anderes. Ist ja alles für die Marsch, ne? Für Bier. Und für Pellets, ne? Für Pellets vor allem. Das ist ja Pellets für. Eine neue Kartestarte kann ich mir auch theoretisch vorstellen. Pellets hier herzustellen, und zwar über Stroh, ne? Weiß nicht, ob das müsste aber eigentlich auch gehen normalerweise, die Marsch. Das könnte ich hier auch herstellen normalerweise. Könnte ich. Aber ein bisschen Abwechslung ist schön, deswegen sagen wir so, da können wir hier mal die anderen nehmen, ne? Naja, fast mit durch, ne? Können wir noch ein bisschen sammeln, dann haben wir das geschafft, wenn wir nicht abstürzen, ne? Also hier auf Holz. Wenn ich den Grund wusste, also dann könnte ich sofort was machen dagegen, ne? Also liegt nicht an Global Company Skript. Ja, je mehr Sachen man drauf hat, umso blöder wird's, ne? Deswegen ist es so am besten, man macht so wenig wie möglich dazu. Oder man braucht es unbedingt zum Arbeiten, ne? Dann ist es vielleicht ein bisschen, macht Sinn, ne? Oder man macht nur eins dazu, dann weiß man genau, oh, das ging schief, ne? Das machen wir jetzt wieder weg. Das geht ja auch. Ich habe schon für den Marsch angewöhnt, Spielstände zu speichern, ne? Und falls es mal nicht läuft, hat man wieder mal zumindest ein bisschen weit zurückgehen muss, ne? Aufgrund von schlechter Erfahrung. Aber da von Null an zu fangen, das wäre ja auch Wahnsinn, ne? Man kann sich zwar das Geld raufschieben, ne? Aber es ist das Gleiche. Das ist komplett was anderes dann, ne? Weil die ganzen Gebäude, die man schon gebaut hat, überall mehr oder weniger. So, mal schauen, dass wir jetzt mal den komplett leer kriegen. Da können wir mal 4000 herauskriegen. Mit dem Rest pro. Und dann können wir ihn leer machen. Ne? 1000 reicht noch nicht ganz. 2000. Warum sind Stroh? Wir sind nicht da noch rum hier. Sieben. 1000. 1000 Leute noch. Knapp 1000. Hm. Könnte jetzt gleich reichen. Da hätten wir dann ein bisschen rum. Jetzt auch noch ein bisschen. So, genau die 1000 haben. Die 4000. 90. 91. 92. Ja.
So, ausladen war eine andere Taste gewesen. Abladen. Z. Alles raus. Und X. Fertig. 205 Ballen. Garn, achso, die Garnkästen. Das ist die Garnkästen, ist Y, ne? Wie gesagt, ich habe ja Dinge automatisch. Und dann kann man hier die Dinger reinknallen, ne? Ich glaube, das ist hier Reserve und da hinten ist das entsprechend. Oh, die sind eine Reserve, keine Ahnung. So eine ähnliche Dinge hatte ich mal gehabt bei Hexel. Mit Kohlefaser und Glasfaser. Grausiges Zeug, das piekt wie Sau. Die Dinger sind auch so um die 25 Kilo schwer. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel drin ist. Ne? Und das, den fahren wir jetzt mit dem Auto zum Hof. So. Hof 3 und. Na gut, willst du da lang fahren? Okay. So, wir gehen gleich mal rüber. Wo ist der LKW? Wo ist er? Da. Da müsste er sein. Da haben wir einen Rest. Stroberlein, ne? Rundenball machen zuerst. Im Normalfall würde ich sagen, okay, wir machen vorbereiten für nächste Aussaat, ne? Kalk soll rauf, ne? Wäre eine Option. Aber da ich ja die Karte wechseln würde, spare ich mir das Ganze mal. Ansonsten müssen die ganzen Geräte zurück. Maschinen. Die müssen mal durchgecheckt werden. Von der Wartung her. Vollgetankt und dann gleich Richtung neuer Feldarbeit eintakten, ne? Also Feld 12 noch gepresst werden, da kann ich gleich den Kohle einsetzen, ne? Der ist ja relativ zügig, aber heute denke ich mal nicht. Also als nächstes, ne? Bevor der Regen kommt. Haben wir das auch erledigt, ne? Also das Ganze, was unsere eigene Ernte ist, an Weizen und an Gerste, haben wir dann geschafft. Gut, die Felder, die man noch kaufen will, die sind eh noch nicht reif. Aber das ist dann auch geplant, nächsten Tage. Wird auch kommen. Aber wie gesagt, das ist nicht heute, ne? Wir schließen mal die Arbeit in aller Ruhe ab. Da haben wir gerade Stroh ein, dann fahren wir die Maschine zurück, dann wird alles repariert. Und dann ist auch eh schon mal dunkel, schlafen geht Zeit, ne? In Anführungszeichen. Und neuer Tag, Tiere versorgen. Und da muss ich schauen, ob das schon reif geworden ist und wenn nicht, muss ich Restarbeiten machen, ne? Also vorbereiten im Prinzip, das ist ja auch alles notwendig. Traktoren einteilen für die Abfahrt wieder und Drescher hinschicken und oder hinfahren. Die Felder anschließend Autodreif kommt auch noch hinzu. 29 habe ich auch keinen Randkurs gemacht. Könnte ich noch machen. Oder werde ich noch machen, sondern so. Und so einiges halt Arbeit, die noch anstehen. Also Langeweile kommt keiner auf. Wir müssen nur halt schauen, dass wir alles schaffen, ne? Also ich wollte erst hier alles abernten und dann wollte ich die Karte wechseln. Also das ist ganz wichtig. Mais haben wir noch zu machen und Soja. Soja ist nicht das Problem, das ist relativ überschaubar von der Menge her. Und Mais ist nochmal ein richtiger Batzen, ne? Und da wollte ich eigentlich mit drei Maschinen arbeiten. Also
Großen und Ganzen mit drei Maschinen, drei Abfahrer hinschicken, ne? Mal gucken, wie das klappt, ne? Um ein Feld. Dann arbeiten die im Verband und drei fahren weg. Wie gesagt, das ist noch nicht reif. Das kommt näher zum Schluss. Ende Herbst. Hoffen wir, dass es trocken ist, ne? Das trocknet ja im Herbst so schlecht. Ja, hier kann er ja arbeiten, der Krone. Aber wie gesagt, nächste Folge. Oder stellt er nicht ein. Mal gucken, wo er ist. Muss schon da sein normalerweise. Wo ist er denn? Da ist er. So habe ich nicht vorgestellt, ne? Naja, wenn die Fahrzeuge an der Straße stehen, ist immer kein gutes Zeichen, ne? Aber auf dem Feld wollte ich die auch nicht hinstellen. Hätte alles zurückfahren müssen normalerweise. Aber so ist das halt, ne? Dann werden wir den auch auf Kurs schicken, ne? Richtung Hof, wenn schon mal dabei sind. Anderes Modus, Richtung Hof 3. Ja. Hier wird nicht geschlafen, ne? Ich darf auch nicht. Großer Unfall hier. Ach, starker Bauer. Das muss am Essen liegen hier. So. Hof. 3. Modus. Zack. Wir fahren aber komische Wege, die Brüder, ne? So, speichern ist mir gut. Bin ein großer Freund von Speichern. Wollt ihr hier lassen? War da schon hier oben gewesen? Und da ist er, hat sich versteckt. Ich wollte schon einstellen zum Fahren, dann sind gleich angekommen, ne? Der ist noch unterwegs. So, großer Verkaufen in den guten Zeug. Hat er gespeichert. Ja. Das ist ein Nachteil bei Speichern, ne? Also gut. Aber wie gesagt, die Strohballen, kriegst ja zur Not wieder eingesammelt, ne? Muss man ja nicht, Und wenn ein Ball weg ist, er weg, ne? Das ist auch nicht tragisch. Das tut keinen weh. Jedenfalls nicht. So, da sind wir wieder. Letzte Fuhre für heute. So. Und nochmal. Fertig. Kurz verkaufen. Ein paar Wahlen haben wir noch. Das heben wir uns auf. Nächstes Mal. Bullischauer. Kurz verkaufen. Stroh. Bestätigen. Alles da. Weizen haben wir drin jetzt. Gerste. Gut, Saatgut und Dünger kommt hier sofort los, wenn Mischration zur Not, ne? Aber da haben wir auch genug. Okay, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ist auch schon Dank fürs Reinschauen. Ja, das ist jetzt Urlaubsaufnahme gewesen bis jetzt. Ab morgen kommen neue Folgen. Da kann ich auch näher reingehen auf irgendwelche Fragen, wenn wir hier gekommen sind. Dann sag mal tschüss, ciao, bis morgen. Tschüss. Natürlich, wenn ihr Lust habt, ne? Ich habe Lust. Tschüss.